Und es ist endlich soweit, Freunde. Kapitel 3 von Poppy Playtime ist endlich da. Das Kapitel trägt den Titel Deep Sleep. Und wir befinden uns hier im Hauptmenü. Und wie creepy sieht hier bitte schon Catnap aus? Wir haben Catnap ja neulich schon im zweiten Gameplay-Trailer gesehen. Catnap läuft wirklich auf vier Beinen und hat einen riesigen Schwanz hinten dran. Er hat Schwanz gesagt. Ah, Spaß beiseite, Freunde. Ich glaube, Kapitel 3 ist mit Abstand das größte Kapitel, was wir bis jetzt haben. Ich habe das Ding eben runtergeladen und installiert. Es ist unglaublich groß. Ich glaube, 6 oder 7 Mal so groß von der Dateigröße wie Kapitel 2. Also ich bin mir noch nicht genau sicher, worauf wir uns hier eingelassen haben, Freunde. Wenn ihr also auf keinen Fall was zu Kapitel 3 verpassen wollt, wir werden natürlich wieder alles erkunden, jedes Secret, alles, was für die Story wichtig ist, werde ich für euch raussuchen. Lasst deswegen auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und für alle, die drauf gewartet haben, die Tjulfa 3D-Lampe ist endlich wieder im Shop verfügbar. Letztes Mal war die ja ultra schnell ausverkauft. Wir haben sie jetzt aber wieder auf Lager. Wenn ihr also diesmal eine haben wollt, Link ist in der Beschreibung. Beeilt euch. Letztes Mal war die irgendwie nach 2 Tagen komplett weg. Ich bin nicht mal dazu gekommen, Werbung in den Videos zu machen, weil sie so schnell weg war. Und wir haben im Shop auch ein echt süßes Plushie. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Wir starten aber erstmal ein neues Game jetzt in Kapitel 3. Wir haben ein Intro. Playtime, yay. Oh, ist das Smiling Critter Intro? Ist das jetzt genau das gleiche, was wir schon gesehen haben? Oder eine neue Variante? Wir schauen es uns mal an. Vielleicht ist es eine neue Episode. Aber es sieht so aus, als ist es die gleiche wie damals im ersten League, die wir als Secret gefunden haben. Die ganzen Smiling Critters, die hier so ein bisschen Angst haben. Oh. Es klopft und wir wissen schon, wer da ist. Catnap! Yes. Alle freuen sich. Es ist so creepy, wie jetzt alle hier lachen. Alle sind komplett am Durchdrehen. Und dann schlafen alle. Nur Catnap nicht. Catnap schläft nicht. Oh, das ist neu. Oh nee, ist gar nicht neu. What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing the same Smiling Critters cartoon. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the Catnap is doch ein Feini. Just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. Heftige Albträume. Their little grinning Catnap doll. Catnap sorgt für Albträume. Furchtbare Albträume. Of all Catnap toys from the Smiling Critters line, his image cleared from all promotional material. Ja, Catnap wird nicht mehr beworben und nicht mehr verkauft. The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Nicht nur Kinder, niemand. Niemand ist sicher mit Catnap. Ey, ich bin so gespannt, wie das jetzt im Gameplay ist. Nicht vergessen, wir sind jetzt hier nach Kapitel 2. Wir sind mit dem Zug losgefahren und entgleist und befinden uns jetzt auf dem Weg zur Playcare. Warte mal. Ist das aus der Sicht von Catnap? Das sieht... Wow! Nee, Catnap hat uns irgendwo reingeworfen. Was? Catnap hat uns irgendeinen Schacht einfach runtergeschmissen. Was ist... Oh, eine Müllpresse! Was? Was soll ich denn jetzt hier? Warte, hier kann ich hoch, hier kann ich hoch.
Okay, okay, alles cool, oder? Kann ich hier einfach... kann ich hier einfach runter? Ich glaube schon, oder? Das... Look around for objects to pull yourself up. Kann ich mich hier hochziehen? Kann ich. Okay, dann einmal bitte hier. Danke. Alter, Catnap hat uns in eine Müllpresse geschmissen. Also wir sind entgleist mit dem Zug. Am Ende von Kapitel 2. Wahrscheinlich waren wir ein bisschen verletzt sogar. Ne? Wir werden ja ohnmächtig, nachdem der Zug entgleist ist. Und scheinbar hat Catnap uns aufgesammelt und jetzt hier einfach in die Müllpresse geschmissen, um uns loszuwerden oder so. Catnap hat uns einfach entsorgt, so wie das aussah. Aber Hauptsache, wir sehen... Ich hab was gehört. Oh, hier kommen diese Dinger hoch, diese Bolzen. Hauptsache, wir sehen Catnap direkt am Anfang vom Kapitel. Komplett crazy. Ich hätte gedacht, wir sehen Catnap frühestens, keine Ahnung, gegen Ende oder so. Okay, jetzt sind wir hier, wo diese Bolzen hoch und runter fahren. Diese Kolben, das haben wir ja auch schon in einem der Trailer gesehen, aber wir müssen hier irgendwo hochklettern, oder? Warte mal, wir sehen uns mal. Kann ich hier hoch? Nee. Was ist das hier? Guck mal, hier ist eine Grabpack-Hand oder so. Oder könnte auch eine Mami Longlegs-Hand sein. Ich weiß es nicht genau. Okay, Moment. Ich gehe mal wieder hier. Muss ich vielleicht hier drauf springen und dann hier rüber? Ist das richtig gewesen? Ich weiß es. Nee, da komme ich auch ja nur hier hin. Das sieht jetzt nicht richtiger aus. Warte mal. Und wenn ich jetzt hier so... So... Oh, nee, ich bin runtergefallen. Damn. Okay. Okay, wir müssen aber irgendwie so rüberspringen. Über die verschiedenen Kolben hier. Und dann wahrscheinlich dort oben rein, ha? Huh? So wie das aussieht. Ich warte jetzt mal kurz hier, bis wir wieder hochgedrückt werden. Und dann nehmen wir Anlauf und schaffen es. Sehr, sehr gut. Und dann springen wir hier rein, bevor wir da oben drinne platt gemacht werden. Das hätte nicht gut geendet. Okay. Also wir sind hier irgendwo jetzt ganz tief unten. In der Playtime Corporation. Hier jetzt einen Boogiebot zerfetzt oder irgendwas anderes. Hier liegen noch Überreste von Bron. Oh, wir können jetzt Türen öffnen. Okay, aber warte, ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Hier unten ist irgendein Alarm. Von der Müllpresse wahrscheinlich. Wir haben keine Lampe oder so. Ey, aber das Kapitel sieht gut aus. Also mega heftige Optik hier. Vom Gameplay her, hier ist irgendein zugeschütteter Gang, am Ende da ist irgendwas. Hier sind noch mehr zerstörte Spielzeuge mit Blut auf dem Boden. Und hier ist auch... Was zur Hölle ist denn hier passiert? Hier läuft Blut aus der Decke? Hier sind ganz viele aufgespießte Spielzeuge und hier steht Help an der Wand. Hilfe. Und ganz viele kaputte... zerstörte Spielzeuge, die hier einfach rumliegen. Oh, ich glaube, wir werden in diesem Kapitel endlich den Experimenten auf den Grund gehen, Leute. Wir werden endlich rausfinden, was hier wirklich passiert ist, hoffentlich. Okay. Was war das für ein Geräusch? Das klingt gar nicht gut. Okay, wir können... Oh mein Gott, noch mehr. Oh, noch mehr von diesen Kolben. Und das rote Gas! Das rote Gas und noch mehr aufgespießte Spielzeuge natürlich, denen geht's gar nicht gut. Okay, und jetzt muss ich hier... Oh, wir haben oben links einen Autosave, habt ihr gesehen? Besser ist das. Okay, und jetzt muss ich irgendwie schnell über diese Kolben bis auf diese Plattform da. Whoop, warte, warte und... Oh, oh. Alter, das ist mega knapp, man muss sich ultra beeilen. Okay, wir versuchen das gleiche nochmal. Hier drüben und... Oh! Boah! Wow, da war Catnap. Catnap ist da hochgeklettert. Alter, das war mega knapp gerade. Ich wäre fast zerquetscht worden. Habt ihr das gesehen? Das war ultra knapp. Und Catnap ist da drüben irgendwo hochgeklettert. Ja, und wie komme ich hier jetzt weiter? Ich kann mich höchstens da drüben festhalten. Ja. Oh nein! Okay, das war definitiv falsch. Ich dachte, ich kann mich so schwingen durch den Nebel. Aber offensichtlich nicht. Okay, Moment. Ich muss hier nochmal eben das Jump-and-Run-Ding machen.
Aber kein Problem. Kann sein, dass das nichts ist, wo ich mich dran langschwingen muss. Sondern dass das irgendwie so eine Art... Boah, hab's geschafft. Das... Jetzt sehen wir Catnap noch besser. Catnap klettert da hoch, Freunde. Ich glaube, das hier ist... Ja, eine Plattform, die ich ziehen muss. Und dann schwingt das Ding so. Okay, ich dachte, ich muss mich damit irgendwie... Rüber. Ja, okay. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, jetzt sind wir aber drauf. Sehr gut, jetzt hat es funktioniert. Easy. Warte, was steht da? Peace awaits those who believe. Frieden erwartet die, die glauben. Woran glauben? An Catnap oder was? Da oben ist Catnap reingeklettert in den Schacht. Da gehen wir natürlich nicht rein. Wir müssen... Oh, hier. Oh, noch mehr aufgespießte Spielzeuge hier im Schacht. Wir müssen dem Schacht hier lang okay, weiß jetzt nicht, wo lang richtig ist. Ich gehe mal... Oh, hier können wir durchgucken. Können aber nicht wirklich was sehen. Okay, nee, hier ist eine Sackgasse. Wir müssen also hier links lang. Hier ist aber auch brutal. Ah, hier kann man noch... Nee. Hä? Hier kann ich auch nirgendwo lang. Ey, jetzt sag mir aber nicht... Ich bin hier eingeschlossen. Warte, safe kann ich hier doch irgendwie... Ah, das hier kann ich aufmachen. Okay, cool. Okay, wo sind wir hier? Sieht aus wie eine Art Aufenthaltsraum, hä? Von den Mitarbeitern. Hier, ich dachte gerade kurz, es sind Essensreste. Aber hier ist definitiv eine Spüle gewesen, Töpfe zum Kochen, Snack- und Getränkeautomaten. Hier irgendwelche, ja, so, oh. Okay, vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, dass hier zuletzt sogar noch jemand gelebt hat. Hier liegt noch eine Kaffeetasse. Vor kurzem hat hier, glaube ich, noch irgendwer geschlafen. Blutige Fingerabdrücke auf dem Sofa. Ich glaube, mittlerweile schläft hier keiner mehr. Da liegt ein Tape. Keine Sorge, ich habe es gesehen. Wir schauen es uns gleich auch an. Ich will mich gerade aber noch weiter... Oh, das ist hier, wo Catnap uns in den Schacht geschmissen hat. Das hier ist der Müllschacht, in den Catnap uns reingeworfen hat. Hier hat Catnap uns langgetragen und da reingeschmissen. Yo, was? Ist das ein Taschenlampe? Nee. Okay, warte, wir schauen uns erstmal das Tape an. Wir schauen uns erstmal das Tape an. Alright, Miss Harper. Please explain Gasmaske. The situation. Spare no detail. Die Gasmaske. Well, luck any night. All the children were getting sleep. Alle Kinder schlafen ein. Es war friedlich und ruhig. Catnap hat den roten Rauch produziert. Und die Kinder haben angefangen zu schreien. Die Kinder haben sich panisch umgesehen und hatten Fieber. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. Okay. This is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said that it was colorless. Ein Monster ohne Farbe. I could feel the poor little heart pounding. Und ihr Herz war am Rasen. And her movements, they were so wild. Arms flailing. Also die Kinder hatten irgendwelche Halluzinationen scheinbar von dem roten Rauch. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. Okay. Both vitals show normal. Den Kindern geht's soweit gut scheinbar. She'll be okay. Die Kinder werden überwacht. Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl. Oh, das ist die Mutter von einem der Kinder. Okay, mit den Kindern ist also definitiv Schreckliches passiert. Catnap war halt, haben wir mittlerweile schon rausgefunden, dafür verantwortlich, die Kinder scheinbar zum Schlafen zu bringen. Und hat das auch sehr gut gemacht und für unglaubliche Albträume gesorgt. Die Kinder sind dann wohl komplett durchgedreht und haben irgendwelche Halluzinationen gesehen. Irgendein Monster ohne Farbe, was irgendwo im Raum stand. Klingt sehr, sehr creepy. Okay, wir sollen jetzt hier Batterien hier reinmachen.
Und ich habe die Batterien hier eben schon gesehen beim Rumlaufen. Warte, da steht schon wieder irgendwas. The Hour of Joy. Wie es auch in dem einen Trailer stand. Die Stunde der Freude. Na, da freuen wir uns doch, wenn es soweit ist, hä? Die Stunde der Freude. Okay. Dann haben wir die nächste Tür geöffnet. Und hier vorne ist dieser Elefant. Und hier ist überall Blut. Überall Blutspuren durch den kompletten Gang hier. Ich drücke mal. Bubba Bubba Fand. Was? Er erinnert sich an mich. Ein Elefant vergisst nicht. Ein Elefant erinnert sich immer. Er erinnert sich an irgendwas von uns. Er erinnert sich an das Schreien? Okay, und dann geht's von vorne los. Er hat einfach nur creepy geschrien. Aber ich wusste, dass irgendwas am Ende passieren wird. Wir haben ja schon mit mehreren von diesen Pappaufstellern was gemacht. Und wenn man zu oft auf den Knopf drückt... Ja, in dem Fall hat er einfach nur geschrien. Okay, oh. Das Telefon. Seht ihr es oben rechts? Ich hoffe, meine Facecam verdeckt es nicht. Das Telefon, auf das wir schon... ewig warten, was es damit auf sich hat. Wir müssen irgendwo grüne Energie hier kriegen. Hier. Das grüne Telefon. Es war in verschiedenen Leaks drinne. Das Telefon war sogar in Project Playtime drinne. Und jetzt können wir endlich rangehen. Hey, hey, can you hear me? Wer ist da? Er wird uns helfen? Wer ist da? Was? Er hat uns eine Batterie gegeben. Okay. Also wir haben jetzt... Alter, hier hat irgendwer mit Spielkarten gespielt. Es ist noch nicht lange her, dass hier noch Menschen am Leben waren hier unten. Dem Blut nachzuurteilen lebt hier zwar niemand mehr, aber... Irgendwann war es... Oh, die Tür ist ja hinter uns zugegangen, sehe ich gerade erst. Okay, wir haben irgendeinen Jungen in der Leitung, der uns weiterhelfen kann. Und auch so freundlich ist uns... Hier war der Zug. Hier sind wir entgleist und Catnap hat uns eingesammelt. Wer redet da mit uns? Okay. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap, one of the smiling critters. Okay. There used to be 8 of them, I think. Ist alles eingestürzt. Alles klar. Olli. Auch schön, dich zu treffen, Olli. Olli hat uns angerufen. Er klingt wie eins der Kinder. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er wirklich noch ein Kind ist, was hier vielleicht noch irgendwo lebt. Oder ob er auch bereits in eins der Spielzeuge verwandelt wurde. Keine Ahnung. Aber er hat gesagt, hier sind wir natürlich entgleist, wie man unschwer erkennen kann. Hier hat es den Zug komplett zerledert. Und hier hat Catnap uns gefunden und in die Müllpresse geschmissen. Und Olli hat gerade gesagt, früher gab es 8 von den Smiling Critters, jetzt gibt es nur noch Catnap. Und Catnap ist in der Playcare. Die Playcare ist jetzt direkt hier geradeaus, wahrscheinlich, wenn ich hier weitergehe. Und Catnap nutzt die Playcare als sein Jagdgebiet. Er hat gesagt, die Playcare ist seine Kirche, sein Jagdgebiet. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Klingt auf jeden Fall alles andere als gut. Kann ich hier hoch? Kann ich nicht? Muss ich mich hier irgendwo... Hier? Muss ich mich hier lang schwingen? Oh. Okay, es hat funktioniert. Wir sind drüben. Und hier ist eine... Ist das eine Hagiwagi-Statue oder ist das Kissimissi? Ne, das ist Hagi, ne? Sieht aus wie Hagi. Okay, was haben wir noch? Hier sind irgendwelche Kakerlaken an den Wänden und keine Ahnung. Hier ist ein... Irgendein Sicherheitsbüro. Hier sind das Notizen? Okay, ich kann sie nicht lesen. Hier sind alle möglichen Überwachungsbildschirme. Hier läuft auch Strom rein. Kann ich den Knopf hier drücken? Nee, kann ich nicht. Okay.
Na, auf jeden Fall verschiedene Überwachungsmonitore. Hier ist noch eine Tür, aber ich will erst kurz hier drüben gucken. Hier war auch noch eine Tür. Ich möchte mich gern überall umsehen. Die ist abgeschlossen. Okay, da müssen wir also nicht rein. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier durch? Yes. Okay, wo kommen wir? Kommen wir dann hier aus in den Raum? Sieht so aus, ne? Okay. Ich soll irgendeinen Hebel drehen. Was für ein Hebel? Den Beam? Auf den Power-Input zielen? What? Warte, was muss ich machen? Hä? Muss ich... Moment. Ah, okay, das ist meine Zielvorrichtung, oder was? Ja, aber wie soll ich das denn drehen? Das verstehe ich nicht. Also ich soll das Ding hier drehen, diesen Hebel, damit ich quasi mit diesem blauen, mit Q und E, okay. So ist richtig, oder? Ist es so richtig? Nee, warte, ich muss das anpacken und dann so, ne? Ah, okay, okay. Also wir müssen da irgendwie den Strom sozusagen mit, wahrscheinlich können wir damit über längere Distanzen unseren Strom benutzen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendein neues System, um eine Energieverbindung herzustellen. Haben wir ja jetzt schon mehrfach im Game, ne? Wir können mit der grünen Hand Strom transportieren. Mit einer Hand packen wir was an und mit der anderen was anderes und übertragen Strom. Das können wir ja alles schon. Und hier leuchtet es jetzt grün. Was bedeutet, wir können hier jetzt durch und betreten hier jetzt. Sehe die Welt durch die Augen eines Kindes auf dem Elliot Express. Was ist bitte der Elliot Express? Guck mal, wen wir hier haben. Und was steht hier? Peace awaits those who believe. Das haben wir schon gelesen. Und warte. Hey, I'm Kickin' Chicken. Kickin' Chicken. Willst du rausgehen und rumhängen? Nö. Sieht cool aus draußen. Ja, nice. I've never been outside before. Kickin' Chicken war noch nie draußen. Will you come with me? Klar. I'm scared. Klar, ich komme mit dir. Wir können zusammen rausgehen. Here, follow me. I'll step out first. Er geht zuerst raus. Vielleicht ist er gestolpert. Er ist zuerst rausgegangen und vielleicht ist er ausgerutscht. Das kann passieren. Das kann passieren. Joy. Okay, das ist wahrscheinlich der Elliot Express, mit dem ich jetzt runterfahren muss oder so. Also, hier geht's offensichtlich runter. Muss ich hier beide Hebel ziehen? Wahrscheinlich, oder? Jupp, jetzt geht hier die Tür auf. Wir gehen einfach mal rein. So, und fahren los. Wir können die Fahrt leider nicht sehen, scheinbar. Wir haben nur einen Ladescreen. Ich dachte, wir sehen jetzt, wie wir mit dem Ding hier langsam immer weiter in die Tiefe fahren. Wir sehen es doch. Hallo. Wir sehen es doch. Elliot der Elliot Express von Elliot Ludwig. What one thing do you think it needs more of? I asked around once. Aha. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. Okay. And I could perhaps see some little truth in each. Warte, wo kommen wir jetzt an? Each was also missing something. Something simple. You see, not one of them. Wie weit sind wir bitte unter der Erde? Niemand lacht mehr, sagt er. Elliot Ludwig sagt, niemand lacht mehr. Look at your surroundings. Ich sehe mich doch um. Alter, was ist das für ein Dome? So eine riesige Kuppel, tief unter der Erde. Was zur Hölle haben die hier gebaut? Jetzt mal ernsthaft, jetzt mal ehrlich. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all,
This company and its toys are nothing without them. Ist klar. These children deserve to smile. Oh, der rote Rauch, oder? To love. Oh. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. Playcare. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface. Alter, die haben so eine riesige Kuppel. Ich meine, ist jetzt natürlich sehr runtergekommen. Ihr seht, hier blättert die Tapete ab und alles, aber es sah bestimmt mal richtig schön aus. So eine komplette Kuppel tief unter der Erde. Und die haben ja wer weiß was gemacht. Klar, ein Aufenthaltsort für Kinder, ein Waisenhaus. Aber ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Playcare, wir sind da. So. Und das ist der einzige Zugang. Hundertprozentig. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Notausgang, aber diese dämliche Bahn hier ist garantiert der einzige Zugang, den wir für hier unten haben. Olli? It's me again, Olli. Hi, Olli. Cool place, right? Ja, ist cool. Kids used to live here. Bisschen creepy, aber cool. Ja. Take the stairs that go under it. There's a okay. Really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Was? Achso. Er kann uns einen Schlüssel da unten geben. Also unter dieser riesigen Statue hier in der Mitte, wo scheinbar alle Smiling Critters drauf sind, da sollen wir runtergehen, da kann er uns einen Schlüssel geben und wir können scheinbar den Strom wieder anstellen für Playcare. Aber was ich eben meinte, Leute, das sah bestimmt mal richtig krass aus hier, ne? Wenn hier nicht die ganze Tapete sich schon ablösen würde und was weiß ich, hatte das bestimmt mal eine richtig heftige Optik hier drin, ne? Halt wie so eine eigene kleine Welt. Und jetzt ist hier alles komplett runtergekommen. Und jetzt kann man hier nicht mehr einen Schritt gehen, ohne von irgendwelchen Monstern gejagt zu werden. Ich glaube auch nicht, dass hier noch irgendwo Kinder sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Olli nicht mehr wirklich ein Kind ist. Olli ist vielleicht auf unserer Seite und gut, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwo irgendwelche normalen Menschen sehen werden. Hoppy Hopscotch. Er hüpft dahin, wo andere vielleicht sitzen. Hoppy ist der Freund, den jeder braucht, um seine Energie und seinen Enthusiasmus zu behalten. Auch wenn er manchmal laut und ungeduldig ist, oder sie manchmal laut und ungeduldig ist, hüpft sie immer neben ihren Freunden. Auch wenn das bedeutet, dass sie manchmal etwas langsamer sein muss, um trotzdem ihre Geschwindigkeit zu halten. Also, Hoppy Hopscotch weicht nie von der Seite ihrer Freunde. Das ist ja schön. Nö, ich will nicht bis zum Mond springen. Das ist ganz schön weit. Okay, sie kann nur das eine, oder was? Dann haben wir hier... Ah, sind das Beschreibungen? Die Statuen sind direkt oben drüber. Ah... Okay, hier hätten wir noch Piggy Piggy, Dog Day, Bobby Bear Hug. Hier haben wir Kickin' Chicken und, naja, wir wissen, wer vermutlich hier gestanden hat, nicht wahr? Ich meine, wir können es am Kopf und an dem Anhänger hier sehen. Das da war garantiert Catnap, aber ich habe so das Gefühl, dass Catnap seine eigene Statue hier runtergerissen hat. Oder es ist wirklich irgendwas da drauf gefallen, was natürlich auch sein könnte. Hier haben wir Bubba Bubba Fund. Wir haben Crafty Corn. Und hier müssen wir, glaube ich, rein. Damit wir jetzt den Schlüssel bekommen, den Olli erwähnt hat. Oh. Olli? Olli? Olli, wo ist der Schlüssel, von dem du erzählt hast? Oh. Oh, da hängt ja der Schlüssel. Perfekt. Danke dir, Olli. Und jetzt? So, you got the key. Hab den Schlüssel, ja. Richtig. Okay, ich soll wieder rausgehen. Ich soll wieder rausgehen und direkt... Ah, da oben die Tür.
Für die Tür ist der Schlüssel, oder was? Kann ich hier... Oh ne, hier kann ich nicht durch, oder? Ne, ich glaube, ich muss außen rum. Für die Tür da oben scheint der Schlüssel zu sein. Direkt links neben der Seilbahn, hat er gesagt. Komme ich da so hin? Ja, so kommen wir hin. Perfekt. Okay, was steht da oben drüber? Ach, das ist eine Lampe. Ich dachte, da steht irgendwas. Aber wir haben es jetzt aufgeschlossen. Und was finden wir hier? Warte, ist lädt? Das kann kein gutes Zeichen sein. Hoffentlich lockt Ollie uns nicht in eine Falle. Okay, wir sind in einem neuen Bereich scheinbar. Cat B ist da. Watch your step. Pass auf, wo du hintrittst. Was ist das? Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil play care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's red all smoke. Headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. Okay. That's how we can get to him. The wo wollen wir hin? Okay. Oh ja, klar. Du hättest auch einfach sagen können, wie es funktioniert, mein Lieber. Okay. Das ist der rote Rauch. Red Smoke. Und scheinbar ist das sowas wie die Energiequelle für die Generatoren hier unten oder so, hat Olli gerade gesagt. Und wir müssen jetzt irgendwie das System umleiten, weil ihr seht ja, hier ist irgendwie alles im rechten Zylinder und fließt hier weg. Wir müssen dafür sorgen, dass es im linken Zylinder ist und nach links fließt. Ja, Knopf drücken bringt nichts. Olli meinte auch gerade, es gibt bestimmt hier irgendwelche komischen Sicherheitssysteme, die wir wahrscheinlich irgendwie umgehen müssen, was offensichtlich nicht ganz so einfach ist. Also wir müssen irgendwie den roten Rauch umleiten, um zu ihm zu kommen, hat er gesagt. Zu ihm. Ich weiß nicht, wen er damit meint. Vielleicht meint er Catnap, vielleicht meint er auch wen anders. Was ist in dem Raum hier? Ist die einzige Tür, die offen ist. Da ist ein Fernseher. Hier ist so ein Energieding, das nehmen wir schon mal mit. Oh, Catnap. Was ist hier verschlossen? Sieht aus, als wäre hier irgendwas eingesperrt. Warte, warte, warte. Ist Catnap in Wahrheit Darth Vader? Okay, sorry. War nicht persönlich gemeint. Ich drück nochmal. Okay. Alles klar, Catnap. Kein Problem. Ich wollte dich nicht belästigen. Ich dachte, wir hören vielleicht Catnap ein bisschen reden oder so. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich dachte, vielleicht erzählt Catnap uns irgendwas, was genau passiert ist oder so. Oder weiß ich nicht. Irgendwas. Okay, das öffnet die Tür. Oh, ich glaube, hier können wir... Hier werden wir uns irgendein grünes Tape ansehen können, so wie das... Oh, da ist es auch schon. Hab ein grünes Tape gefunden. Und... Ne Lampe? Und ich kann jetzt die Hand wechseln. Let's go. Richtig cool. Okay, und wir sehen uns ein grünes Tape an. Playtime. Ist das... Ah, Grabpack 2.0. Das haben wir jetzt hier. Guck mal. Boop. Wir haben jetzt mehr Kabel... Verlängerte Kabel. Wir können weiter erreichen damit. Wir können einfach unsere Hände swappen. Korrekt. Das können wir. Und der Prototype hat irgendwelche Airjets. Für was? Oh, damit man keinen Fallschaden bekommt, wenn man zu lang runterfällt oder weniger Fallschaden. Wir können also weiter springen, ohne Schaden zu bekommen. Aber wir sollen aufpassen, wo wir hinspringen. Es ist nicht überall sicher zu landen. Dankeschön. Ich hab zu danken. Danke, danke. Okay, wir haben ein neues Grabpack, Freunde. Und hier auch einen Huggy, dem es nicht so gut geht, sehe ich gerade. Okay. Das no-
Euer Grab Pack ist am Start. Und das kann ich dann doch jetzt... Puh. Alter, let's go. Hier benutzen, um höher zu springen. Easy. Nice. Okay, warte, ich kann nur hier rein. Okay. Mega cool. Hier ist schon wieder alles voll mit Blut. Na, danke dafür. Fühle ich mich gleich sicherer. Das Spiel speichert. Na, klasse. Da drüben ist noch so ein lilanes Ding. Komme ich da? Ja, da komme ich hin. Ja, warte, ich kann hier hoch. Zack. Und dann von hier aus jetzt. Wow! Nicht ganz darüber. Ist ein bisschen tricky. Warte mal, muss ich vielleicht Anlauf nehmen? Ja, okay. Man muss Anlauf nehmen und dann pop! Okay, boah, das war knapp. Das war mega knapp. Okay, speichert nochmal. Wie funktioniert das hier jetzt? Muss ich hier... Wie soll ich da hochkommen? Oh, ich kann es auch runterziehen. Okay, warte. Ah, guck mal. Was ist das? Alter, die Geräusche hier sind mega creepy. Okay. Muss ich drauf sprinten und dann springen? Kann ich so einen Sprung überhaupt schaffen? Wir testen's. Ne. Keine Chance. Hä? Okay, warte mal. Wie soll ich dann da rüberkommen? Ich habe das jetzt ganz hier unten. Wie soll ich denn bitte? Wie soll ich denn bitte jetzt von hier? Ich meine, ich könnte... Boah. Ich könnte auf diese Rohre hier springen, so. Weißt du? Das hier kann ich machen. Aber von hier aus kann ich ja nicht... Ah, warte, ich kann aber das hier machen. Ha, 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 ha. Okay, okay, okay. Ja, okay. Oh, okay, yo. Game gedribbelt. Das wäre jetzt gerade Zufall, dass das funktioniert hätte. Da wäre ich niemals alleine drauf gekommen, dass ich damit über den Zaun springen kann. Ich hätte noch 7 Jahre weiter überlegt jetzt. Okay, warte, wo müssen wir hiermit hinzielen? Dahin, hä? Ja. Dahin. Und das hier? Wo muss das hier hinzielen? Muss ich nicht mal erstmal... Warte mal. Putz! Nice, okay. Muss ich nicht erstmal hier drüben die Tür öffnen? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, ich muss das da öffnen. Dafür. Oder das da. Warte mal. Hey, stopp, 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 stopp. Ich bin verwirrt. Warte, wie soll das denn jetzt alles funktionieren? Das hier kann ich nicht einfach so öffnen. Also haben wir verschiedene Ecken, wo Strom hin muss. Moment, muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Nee, kann ich ja nicht. Nee, ich muss alles von hier drinnen machen. Moment mal. Ich glaube, muss ich vielleicht das hier machen? So? Und dann... wahrscheinlich das hier, hä? Nee. Das nicht. Warte, muss ich vielleicht die Hand wechseln dafür? Nee, auch nicht. Moment mal, wieso? Wieso funktioniert das nicht? Was soll ich denn sonst machen? Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall die eine Verbindung. Aber das ist doch der einzige Punkt, auf den ich... Oder ziele ich nicht richtig? Doch. Ich ziele auf jeden Fall richtig. Hä? Warte, ich versuche das mal, indem ich komplett bis hier rüber gehe. Und wir machen es jetzt nochmal. Nee. Wieso funktioniert das denn nicht? Wieso kann ich da keinen Strom drauf geben? Weil mit dem Kabel könnte ich, glaube ich, dann hier drüben alles wiederherstellen, oder? Kann ich nicht... Hä? Okay, warte mal. Das Rätsel macht mich jetzt schon fertig. Oder soll ich hier irgendwie diese beiden Sachen miteinander verbinden? Muss ich beide Teile benutzen dafür? Sowas hier. Oh mein Gott.
Ja, okay, sorry. Ja, also bitte. Okay. Wir brauchen offensichtlich... man muss beide Türme benutzen. Okay, das... Ja. Okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Soweit habe ich nicht gedacht. Verzeihung, bitte. Okay. Aber scheinbar muss ich beide Türme dann wirklich für beides nutzen, so wie es aussieht. Auch jetzt in dem Fall hier. Und muss jetzt hier dran grabben. Und dann den hier machen, ne? Plop. Let's go. Und wir geben komplett Strom auf alles. Und da drüben die Tür geht auf. Geht auf. Sehr gut. Okay, und jetzt haben wir hier schon mal von zwei Kabeln Strom nach hier. Okay, jetzt brauchen wir hier nur irgendwie so ein blauen Strom-Dings-Gerät. Oder kann ich das jetzt schon drücken hier? Nee, bringt gar nichts. Doch, warte mal. Irgendwas passiert. Oh. Generator-Status online. Jetzt haben wir alles hier in der Mitte. Oh, shit. Oh, Telefon klingelt. Hallo? Oh no! Someone killed the power. Jemand hat den Strom ausgemacht. I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck. Okay, danke. Er hat uns noch einen Schlüssel gesendet. Ist er jetzt wieder unter der Statue und dann soll ich home sweet home betreten? Wir können hier jetzt also erstmal nicht weitermachen. Habe ich das richtig verstanden? Okay, also gehe ich zurück. Zu Home Sweet Home, oder was? Oh. Ja, moin, jetzt ist die Tür auch noch zugegangen. Ja, vielen Dank für nichts. Oh, Mann, okay. Was war das? Okay, wir gehen hier raus und kriegen einen neuen Schlüssel scheinbar. Okay. Oh, und jetzt ist alles dunkel. Ich dachte, es ist jetzt vielleicht nur in dem einen Gebäudetrakt dunkel. Aber es ist überall stockfinster jetzt hier in der Playcare. Jetzt sieht es auch wirklich gruselig aus. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh ja, ist ja eigentlich ganz cool hier. Es ist hell und so, es sieht ganz süß aus. Was soll schlimmstenfalls passieren? Was ist das hier überhaupt für eine Maschine? Dem Ding geht's doch auch gar nicht gut. Hier kam ein neuer Schlüssel, oder was? Wo ist er denn? Ah, da. Dankeschön. Der Schlüssel für Home Sweet Home. Und hier haben wir Gasproduktion komplett offline. Toy Store keine Verbindung. Status Label, offline. Ey, hier ist einfach alles komplett Game Over. Und jetzt soll ich Home Sweet Home betreten. Warte mal, hier ist noch eine Karte, ne? Die haben wir im Trailer schon gesehen. Wir sind... Warte, Counselor's Office? Ah, Eingang. Wir sind von da gekommen. Wir stehen jetzt hier und Home Sweet Home ist also komplett geradeaus von hier aus, oder was? Hier oben? Nee. Da drüben. Das ist Home Sweet Home. Die Karte ist ein bisschen falsch, aber das ist okay. Ist nicht so schlimm. Das da ist Home Sweet Home. Und Home Sweet Home können wir jetzt betreten, oder was? Okay, Freunde. Ich weiß, dass dieses Kapitel ultra-turbo-mega-umfangreich ist, deswegen beenden wir an dieser Stelle die erste Episode. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder von Poppy Playtime, Kapitel 3. Es wird anders heftig, so viel kann ich euch versprechen. Wir sehen uns deswegen morgen zum nächsten Part. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr es nicht verpasst. Macht's gut und bis dahin.